Verrückte Wissenschaftler. Atomkriege, Naturkatastrophen, Asteroiden, Pandemien. Eine Frage beschäftigt uns schon lange. Wann ist das Ende der Welt? Die Apokalypse ist seit 2500 Jahren Thema. Und jedes Jahrhundert hat seine Endzeitpropheten hervorgebracht. Wie Botticelli, Christoph Kolumbus oder Isaac Newton. Und die Visionäre der modernen Welt? Die fürchteten sich vor dem Millennium Bug oder dem Absturz der Raumstation Mir. Et tous les prophéties disent qu'il va se passer quelque chose de terrifiant. Ist das Ende der Welt nur Science Fiction? Das Aussterben der Menschheit beflügelt die Fantasie und lässt die Science-Fiction-Kassen klingeln. In der Literatur von der Bibel bis zum Überlebensroman Die Straße und im Kino mit Filmen wie Armageddon. The United States government just asked us to save the world. Anybody want to say no? Auch Stanley Kubrick oder Lars von Trier treibt das Thema um. Und es ist in Comics zu finden, wie bei Watchmen. In der 1986 erschienenen Graphic Novel setzen Alan Moore und Dave Gibbons Superhelden in Szene, die die Welt vor dem Untergang retten sollen. 5 Minuten vor 12. The watchdog group of nuclear scientists move the doomsday clock up to 5 minutes until midnight. Destruction by nuclear war. Achtung, das ist keine Science-Fiction. Diese Uhr gibt es tatsächlich in Chicago. 1947 bringen der Biophysiker Eugene Rabinovich und der Physiker Hyman Goldsmith ein Team von Wissenschaftlern zusammen, die das Berichtsblatt der Atomwissenschaftler veröffentlichen. In der Gruppe sind Nobelpreisträger und sogar Einstein kommt ab und zu vorbei. Also kein Amateurverein. Mit ihrem Magazin wollen sie die Öffentlichkeit und die Behörden bezüglich der Risiken der Atomenergie sensibilisieren. Der Zweite Weltkrieg ist gerade zu Ende gegangen. Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki noch ganz aktuell. Die Spannung steigt. Der Kalte Krieg beginnt. Die Mitglieder des wissenschaftlichen Kollektivs wissen, wovon sie reden. Einige von ihnen haben beim Manhattan-Projekt mitgewirkt. Die Tarnbezeichnung für ein Forschungsprojekt zur Entwicklung der Atombombe. Damit ihre Botschaft ankommt, braucht es eine schlagkräftige Metapher. Die soll die Künstlerin Martha Langsdorff erfinden. Ehefrau des Physikers und Kollektivmitglieds Alexander Langsdorff. Sie will vermitteln, die Zeit drängt. Mit einer Uhr, die auf 23.53 Uhr steht. Mitternacht symbolisiert das Ende der Welt. Die Weltuntergangsuhr ist geboren. Sie wird je nach Lage regelmäßig vor- oder zurückgestellt. Als ernsthaftes Mahnmal. Ernsthafter als er hier. Moi, je suis Avatar, en fait, en lien avec les énergies de la Vierge Marie pour accomplir la régénération, l'échelle de l'humanité. Oder sie. Dès qu'on a su qu'il y aurait la fin du monde et qu'éventuellement Bugarach on s'est épargné, nous... Laut des Berichtsblatts der Atomwissenschaftler war es 17 vor 12 im Jahr 1991, am Ende des Kalten Krieges. Und am schlimmsten war es im Januar 2020. 100 seconds to midnight. Und das ist leider auch keine Science-Fiction. It would be a privilege and an honor to move the hands of the doomsday clock away from midnight, but our current situation does not warrant that. Ab den 80er Jahren hat sich die Kunst immer wieder auf die Uhr bezogen. Etwa Stephen King in Das Monstrum, wo der Anti-Atomkraft-Aktivist regelmäßig auf die Uhr verweist. Oder der Film V wie Vendetta. Ebenso das Videospiel Assassin's Creed Origin. Oder das Kartenspiel Magic mit der Armageddon-Uhr. Und nicht zu vergessen der Song Two Minutes to Midnight von Iron Maiden. Die schönste Hommage an die Weltuntergangsuhr ist und bleibt aber Watchmen, fortgeführt in der TV-Serie von Damon Lindelof. Jedes Mal, wenn dort eine Uhr erscheint, wird sie zwischen 11 und 12 Uhr gestellt. Bei DC Comics gibt es das Crossover Doomsday Clock, Weltuntergangsuhr. Wir alle wissen, der Weltuntergang steht bevor. Stellt eure Uhren. Es bleiben uns nur noch 100 Sekunden. What are you two talking about? Oh, nothing. Just the end of the world. Tick-tock, tick-tock, tick-tock.